Hi Leute und willkommen zurück zu Elix. Ich habe jetzt mal die Hauptstory abgebrochen. Die Nasty müsste irgendwo hier hinten stehen. Ich habe mich schnell hier den Teleporter freigeschaltet und bin dann wieder zurückgekommen. Denn wir haben ein Problem. Ich bin nicht stark genug, um die nächsten Gegner zu besiegen. Und die zwei Roboter plus Nasty, die da noch übrig sind. Ja. Die reichen irgendwie auch nicht. Und deshalb wollte ich jetzt weiter leveln auf 15. Dann kann ich Krieger werden. Und hoffe, dass ich dann ein bisschen besser ausrüstungsmäßig dastehe. Dass ich es denn dann schaffe, da die Quest weiterzuführen. Und damit ich noch ein wenig Erfahrung bekomme, wollte ich mich hier mal so ein bisschen umgucken und nochmal zu Stormson gehen. Und ihn töten. Elixit noch ein bisschen holen. Schauen, ob man hier noch ein bisschen was minen kann. Okay. Hat einfach folgenden Grund. Es gibt halt Erfahrung. Stormson ist bei den Klerikern untergekommen. Und wenn er sich in Xakor verkrochen hätte, mein Arm reicht weit. Ich hoffe, du hast ihn das wissen lassen. Ja, er ist tot. Gut. Niemand entkommt dem Gesetz. Das muss diesen Verrätern klar sein. Du tatest gut daran, meinen Worten Folge zu leisten. Hier, du hast es dir redlich verdient. Okay. Also 300 plus Erfahrung, plus 500 Splitter. Es sei jetzt nicht so geil, was wir gemacht haben, aber verdammte Technik. Ging halt jetzt nicht anders. Achso, das hatte ich offscreen gemacht. Hier mir den Teleporter geholt und wir sollten ja auch noch dieses, ist das Abessa ausspionieren. Mal für Ragnar. Und dort konnte man ein paar Outlaws helfen, in die Stadt zu kommen. Beziehungsweise die Stadtwache reinlegen und die Stadtwache umbringen, um reinzukommen. Was ich mal gemacht habe, aber dann nicht weiter gemacht habe. Aber das können wir demnächst dann auch mal machen. Was ich jetzt machen möchte ist hier noch mal zu den abtrünnigen Alps hin, denn ich habe mich ja jetzt einer Fraktion angeschlossen und habe jetzt ein bisschen fraktionsmäßig gemacht. Mal gucken, was sie darüber sagen.
Sonst hat er mich ja immer nur weggeschickt. Jetzt mal schauen. Ich bin einer Gemeinschaft der freien Menschen beigetreten. Es ist nicht ganz das, was du bisher gewohnt bist, nehme ich an. Die Berserker sind uneins. Gesetzestreue und Rebellen im gleichen Lager. Nun, zumindest das verbindet sie mit uns. Sehr gut. Aber das war doch noch nicht alles, oder? Meine momentane Ausrüstung scheint brauchbar. Das ist auch notwendig. Bald werden große Aufgaben auf dich warten. Noch etwas? Meine alternative Verteidigung sollte nun ausreichen. Du hast an Stärke hinzugewonnen. Man könnte dir jetzt schon einiges zutrauen. Es reicht jedoch bei weitem nicht aus, um Kallax herauszufordern. Was sollte das? Du hast ihn getötet. Ja, und ich werde auch beim nächsten nicht zögern. Die Information über den Aufenthalt seiner Komplizen ist nun ebenfalls mit ihm gestorben. Ist das eine offizielle Kritik an meinem Führungsstil, Bruder? Noch bin ich nicht dein Vorgesetzter, Kallax. Interessant. Das hört sich so an, als hättest du bald eine Audienz? Ja, schon möglich. Wenigstens einer unserer Familie sollte an der Spitze stehen. Das ist hoffentlich nicht der Grund, warum du zu ihm gehen wirst, wenn er dich ruft, oder? Zumindest ist es ein Grund. Sei nicht so zögerlich, Bruder. Der Feind ist es auch nicht. Vergiss das nie. Aber für die nächsten Schritte sollte es erst einmal reichen. So, nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir beide uns über unsere weitere Zusammenarbeit unterhalten müssen. Ich werde meinen Agenten ausrichten, dass sie dich gewähren lassen sollen, wenn du in unserem Sinne handelst. Aber rechne nicht mit großer Unterstützung. Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir uns im Hintergrund halten. Unwichtig. Du kennst mein Anliegen. Du bist noch nicht so weit, einem Elexitor wie Kallax das Wasser zu reichen. Aber ich kann dir verraten, wie du deinem Ziel näher kommen kannst. Soeben meldete einer meiner Agenten, dass der abtrünnige Elexitor Zadom einen Unterschlupf im Nordosten von Abessa haben soll. Die freien Menschen nennen ihn überall den Eremiten. Gehe zu ihm und schildere ihm deinen Plan. Ich bin sicher, dass er genau weiß, wie man an die Elexitoren herankommt, ohne sich gleich der ganzen Armee stellen zu müssen. Ein Elexitor verrät nicht seine eigene Kaste. Seine Loyalität gilt nur sich selbst. Das wirst du noch erkennen. Du weißt, wo sich ein ehemaliger Elexitor aufhält und du lässt ihn gewähren? Das tue ich nicht. Ich schicke ja dich. Seltsames Vertrauen, das du mir da entgegenbringst. Zadom ist ein Ausgestoßener wie du, aber im Gegensatz zu dir wissen wir nicht, ob er seine Elex-Kräfte immer noch besitzt. Wenn doch, ist jede Annäherung tödlich, sogar für uns. Ein zu hohes Risiko. Du bist nur der erste Versuch, diesen Mann aus der Reserve zu locken. Nachvollziehbar. Wenn er mich erledigt, wäre das kein großer Verlust für euch. Und wir wissen, worauf wir uns einstellen müssen, sollte er sich irgendwann gegen uns stellen. Warum sollte er mir helfen? Zadom wäre gern selbst zum Meister der Elexitoren aufgestiegen. Du weißt so gut wie ich, dass das der eigentliche Grund für seine Verbannung war. Stelle dich in seinen Dienst. Sag ihm, dass du gemeinsam mit ihm gegen den Hybriden kämpfen willst. Dein Wort hatte bis vor kurzem noch großes Gewicht im Eispalast. Das wird ihn überzeugen. Der Hybrid. Eine synthetische Lebensform voller Weisheit und Perfektion. Meister der Elexitoren und zentraler Punkt unserer Direktive. Alles Elex dem Hybriden. Mit der Präzision einer Kampfmaschine regiert er das Eisland mit unerschütterlicher Gnadenlosigkeit. Er war auch mein Meister. Vor meiner Exekution.
Ein perfektes Leben voller Klarheit und Effektivität. Bevor Kallax mir all das mit seinem Urteil über mich nahm. Die Klarheit wich dem nackten Kampf ums Überleben auf meinen Streifzügen durch die Länder der freien Menschen mit einem letzten klaren Ziel. Kallax. Okay. Wow. Es reicht immer noch nicht fürs Level Up. Da steht das auch irgendwo in Zahlen da, oder ist da wirklich nur diese olle Balken? Ich habe das noch nie geguckt. Kann man das gucken, wenn man da drüber hovert? Ne. Okay. Also die Story hört sich ein wenig interessanter an, als wenn wir jetzt hier diese Gefährten-Quests da machen. Dann suchen wir jetzt den Elixitor und der ist... Aha. Ist natürlich wieder irgendwo, wo ich keinen Teleporter hin habe. Natürlich. Erstmal den Teleporter freimachen. Firmengelände Nordabessa. Okay. Hier noch? Nein. Aha. Okay, das ist der Typ. Auch große Männer fallen, wenn ihnen die Macht des Elex genommen wird. Karl Sadom, einst geistiger Führer und oberster Berater des ersten Elexitors. Dich hier lebend zu finden, überrascht selbst mich. Es heißt, du seist in deinem Exil dem Entzug erlegen, alter Mann. Ja, Jax, es war ein harter Weg. Dem labenden Strom des reinen Elex entrissen, habe ich viele Wochen im Fieber und dem Taumel der Zweifel verbracht. Doch am Ende gelang es mir, einen Weg zu finden, damit zu leben. Wie ich sehe, hast du deinen Gang durch die Irrwege der Emotionen noch vor dir, Commander. Deine Erscheinung verrät mir, dass es dir nicht gut geht. Was ist geschehen? Nichts, was ich nicht wieder unter Kontrolle bekommen könnte. Ich sehe keinen Grund, warum ich mich dir anvertrauen sollte. Wir beide sind jetzt Abtrünnige. Verstoßen und verfolgt vom eigenen Volk. Damit sind wir uns näher als jeder andere unseres Volkes. Findest du nicht? Mein Gleiter wurde vor der Vollendung meines Auftrags für die Direktive abgeschossen. Elexitor Kallax ließ mich daraufhin exekutieren. Aber ich bin noch da. Und ich werde nicht mehr straucheln. Ich will in den Eispalast. Ich will meine alte Stärke wieder zurück. Dann ist deine Lage noch ernster, als ich es vermutet hätte. Wie kann ich dir helfen? Ich brauche Waffen und einen Weg, meine Kampfkraft zu verbessern. Der Entzug hat uns beide geschwächt. Alles, was ich dir anbieten kann, ist mein Wissen.
Hilf mir, in den Eispalast zu kommen. Du weißt genau, dass ein nicht autorisiertes Eindringen unmöglich ist. Ohne die richtigen Zugangscodes kommst du nicht einmal über den ersten Verteidigungswall. Die Maschinen in Xarkor vernichten alles, was sich auch nur in die Nähe des Eispalastes ohne Autorisierung verirrt. Dann muss ich mir eben diese Codes verschaffen. Jeder Alp, der uns Abtrünnige lokalisiert, eröffnet sofort das Feuer. Wie willst du, ohne gegen unsere eigenen Leute kämpfen zu müssen, an die Zugangscodes kommen? Ich muss halt einen anderen Weg finden. Es wäre in jedem Falle ein wohlwollenderer Weg. Trotzdem bleibt, dass man sie aus ihrer schwer bewachten Festung und Sicherheit herauslocken müsste, um erfolgreich zu sein. Alpsoldaten, die sich in die Länder der freien Menschen vorwagen, tragen selten die Codes der inneren Bereiche des Eispalastes bei sich. Und das aus guten Gründen. Unautorisierte wie wir haben es damit noch schwerer, in den Eispalast zu kommen. Aber das weißt du ja besser als ich, Commander. Was soll sie also veranlassen, das zu ändern? Die Direktive, der große Plan und oberstes Ziel aller Alps. Das Elex muss weiter gefördert werden. Erst wenn sie die Einhaltung der Direktive gefährdet sehen, würden sie ihre Festung in großer Zahl verlassen, um die Elex-Förderung wieder in Gang zu bringen. Der einzige Weg, den Elex-Strom in den Eispalast von Xarkor zu stoppen, ist es, die Konverter zu zerstören oder zumindest sie abzuschalten. Jetzt verstehst du, was ich meine. Die Konverter sind ebenfalls schwer bewacht. Das sollten sie zumindest. Aber der Einfluss der Alps ist nicht mehr so stark wie noch vor ein paar Jahren. Viele von uns sind hier draußen in den Ländern der freien Menschen gefallen. Einige Konverter sind verwittert oder haben ihren Betrieb eingestellt wie der in Edan. Doch solange noch genug Elex den Eispalast erreicht, wird sich nichts ändern. Deine Verbannung kam für uns Soldaten ziemlich unerwartet. Deine Kraft und dein Einfluss waren für uns andere bis zu dem Tag immer ein großes Leitbild. Im Grunde habe ich die Entscheidung dazu selbst getroffen. Tarek, der erste Elexitor, verfolgt mit den anderen Elexitoren eine Politik, der ich nicht mehr folgen kann. Tareks Logik ist brillant, jedoch hat sie trotzdem einen entscheidenden Fehler, sodass er das große Ganze nicht mehr klar sehen kann. Und das wäre? Nein, dafür ist es noch zu früh. Es würde zu nichts führen. Ich bin in die Verbannung gegangen, um nicht wieder die alten Dinge diskutieren zu müssen. Als alter Eremit, wie die freien Menschen mich heute nennen, habe ich hier draußen meinen Platz gefunden. Auch du bist den Idealen der Direktive dein Leben lang gefolgt, aber glaub mir, wenn du nur lange genug hier draußen in der Wildnis verbringst, siehst du vieles mit anderen Augen. Du kooperierst mit den freien Menschen? Für die einen bin ich nur ein alter, ausgebrannter Mann. Ein Eremit, der seinen Lebensabend in den Bergen verbringt. Aber die meisten meiden meine Nähe. Sie verurteilen dich für deine Taten als Elexitor und haben Angst vor dir. Ja, wie ich schon sagte, der Anfang war schwer. Doch die Zeit hat mich vieles ertragen und auch vergessen lassen. Lass uns noch einmal über deine alte Stellung am Eispalast reden. Ich sagte dir doch bereits, dass ich das hinter mir gelassen habe. Unsinn. Du machst mir nichts vor. Deine Gedanken drehen sich um eine Machtübernahme im Eispalast. So? Und was macht dich glauben, dass dem so ist? Der Separatistenanführer Sestak ist der Überzeugung, dass du einen Krieg gegen den Hybriden planst. Und du glaubst ihm das? Irrelevant, was ich glaube. Die reine Logik sagt mir, dass er recht hat. Es ist offenkundig, dass du mächtiger bist, als du es vorgibst. Ich kenne dich. Du hast noch niemals einfach aufgegeben oder eine Schlacht verloren. Du redest von Elex-Entzug und schweren Zweifeln, die dich plagten, seitdem du hier draußen bist.
Doch das passt weder zu deinem Erscheinungsbild, zu deiner Selbstsicherheit noch zu deinem Charakter. Also beenden wir dieses Theater und sprechen Klartext, Saddam. Du hast nie mit dem Konsum von reinen Elex aufgehört. Du hast irgendwo eine Elex-Quelle aufgetan und hast deine Kräfte nie verloren. Da spricht wieder der erfahrene Commander, der gnadenlose Stratege und Feldherr aus dir. Was tust du wirklich hier draußen? Gut, vielleicht habe ich ja tatsächlich Antworten für dich. Aber nur, wenn du die richtigen Fragen stellst, Commander. Oh Mann. Du willst also den Hybriden herausfordern? Das muss für dich klingen wie Größenwahn. Du hast mich rufen lassen. Es ist Zeit zu handeln. Der Feind hat große Fortschritte gemacht und steht kurz vor der Vollendung seiner Arbeit. Thorath hat sich von seinem Volk getrennt, um es nicht zu gefährden. Der Zeitpunkt ist günstig, ihn allein anzutreffen. Geh jetzt und erledige deinen Auftrag. Die Maschine hat dich immerhin jahrelang unter ihrer Kontrolle gehabt. War ihr letzter Auftrag für dich nicht sogar, Thorald zu stellen, den Pilger und höchsten Anführer der Berserker? Du willst einen Krieg gegen die Maschine führen, die alle unsere Werte festlegt, seit sie unsere Führung übernommen hat? Ja, aber weißt du auch, warum ich diesen Krieg führen will? Ich kann es nur vermuten. Die Hybridmaschine ist der Grund, dass die Elexitoren die Vormachtstellung im Eispalast erringen konnten. Der erste Elexitor Tarek erfüllt seitdem die Direktive streng nach den Befehlen des Hybriden. Du glaubst, dass wir Alps uns in die völlige Abhängigkeit der Maschine begeben haben, die uns in eine ungewisse Zukunft führt? Nein, sie ist eben nicht ungewiss. Sie endet mit dem Untergang unseres Volkes. Woher willst du das wissen? Die Direktive besagt, dass alles Elex dem Hybriden geliefert werden soll. Die Maschine soll die Vollendung der Evolution erreichen, um den Krieg um die Ressourcen dieser Welt ein für allemal zu beenden. Doch das hat seinen Preis. Alles Elex bedeutet auch alles Elex. Glaubt ihr denn alle noch, dass die Maschine irgendwann zufrieden sein wird? Wenn der Sättigungsgrad des Hybriden erreicht ist, wird sie zur Vollendung der Evolution und wir alle werden an seiner Seite die Welt regieren. So lautet das Endziel der Direktive. Nein, Jax. Der Hybrid wird auch vor uns Alps nicht Halt machen. Wenn wir die Länder der freien Menschen ausgebeutet haben, wird der Hybrid anfangen, sich auch noch das restliche Elex von uns zu holen. Der erste Elexitor Tarek ist zu verblendet von der Logik der Maschine und seiner Macht, um das zu erkennen. Wir werden alle sterben, wenn wir nicht endlich die Wahrheit erkennen. Wo ist deine Armee? Wie viele Soldaten folgen dir heute noch? Du warst immerhin jahrzehntelang ein sehr hohes Tier im Eispalast. Meine Soldaten sind in Xarkor geblieben und stehen heute im Dienste des ersten Elexitors Tarek. Doch ich habe eine Armee. Treue Kämpfer, die für mich in den Tod gehen, um meiner Sache zu dienen. Wo? Geduld. Du wirst sie noch früh genug zu sehen bekommen. Um eine Armee hier draußen aufzubauen, muss man sich der Ressourcen in den Ländern der freien Menschen bedienen. Da fällt mir etwas ein. Es gibt da ein Lager von Flüchtlingen am Berghang zwischen Edan, Abessa und Tavar. Die Menschen dort sind unabhängig und kämpfen für ihre eigene Sache. Wenn sie jemand mit der Erfahrung eines Feldherrn führen würde, also jemand wie du, könnte aus ihnen eine schlagkräftige Unterstützung werden. Ah, das weiß ich, was er... Okay. Helfen dir die freien Menschen bei deinem Plan?
Nein, eher das Gegenteil ist der Fall. Es brauen sich Mächte zusammen, die unserem Volk gefährlich werden könnten. Ich hörte von dem Bau einer Bombe, die so hohe Zerstörungskraft haben soll, dass sie ein ganzes Land vernichten kann. Der Duke von Tavar hat sich eigens dafür in seinem Fort ein Labor eingerichtet. Man müsste herausfinden, was dran ist an der Sache und das Problem lösen. Da war ich schon mal, aber ich kann ihm das nicht sagen. Das ist schlecht. Du kämpfst gegen unser eigenes Volk? Nein, nur gegen die Verblendeten, die nicht verstehen wollen, wie ernst die Situation geworden ist. Es gibt keinen anderen Weg. Ein ganzer Trupp Kampfmaschinen und Soldaten ist gerade auf dem Vormarsch ins Inland im Norden von Abessa. Sie müssen aufgehalten werden, sonst werden sich die Machtverhältnisse in Abessa zu unseren Ungunsten deutlich verschlechtern. Wie stark bist du wirklich? Wenn du annimmst, dass ich genug Elex besitze, um meine alte Stärke aufrechtzuerhalten, dann liegst du falsch. Ja, ich konsumiere reines Elex. Auch heute noch. Doch reicht es gerade, um nicht dem Entzug zu erliegen. Wirkliche magische Macht findest du hier draußen nur bei den Berserkern. Sind sie denn so stark wie die Alps? Unterschätze sie nicht. Einige von ihnen sind äußerst effektiv. Nur einer der mächtigsten von ihnen auf unserer Seite würde ein gutes Gegengewicht zu den Elexitoren und Commandern der Alps darstellen. Ich hörte von einer Magierin in Abessa City. Möglicherweise eine gute Gelegenheit. Willst du tatsächlich den Elex-Strom zum Eispalast versiegen lassen? Nur so lassen sich die Soldaten aus dem Eispalast treiben. Der Konverter in Nordabessa ist eine strategisch wichtige Einnahmequelle für die Soldaten. Wenn dieser zum Erliegen kommen würde, wäre das schon ein großer Schritt. Was ist, wenn die anderen Elexitoren von deinem Vorhaben erfahren? Jeder abtrünnige Alp wird früher oder später von den Elexitoren aufgespürt. Die Frage ist, ob wir so lange durchhalten, bis wir stark genug sind, uns gegen sie zur Wehr zu setzen. Du willst einen voll ausgebildeten Elexitor besiegen? Nein, nicht so, wie wir jetzt aufgestellt sind. Jetzt, wo du es erwähnst, seit ein paar Tagen stromert ein noch sehr junger Elexitor vor den Toren von Abessa City herum. Ich glaube, er hat deine Fährte gerochen. Woher willst du das wissen? Nun, du bist ja nicht gerade unauffällig durch Abessa gezogen. Ich denke, es wäre besser, ihn aus dem Verkehr zu ziehen, bevor er Alarm schlägt und seine mächtigeren Freunde herbeiruft. Vergiss nicht, wenn die Elexitoren von deinen Aktivitäten hier draußen wissen, werden sie dir nachstellen. Jetzt kennst du meine Pläne. Doch was ist mit dir? Welchen Kampf führst du? Ich will den Mann, der mich in dieser Lage brachte. Ich will Kallax. Für deinen Bruder bist du nichts anderes mehr als ein Abtrünniger. Er hat dich exekutieren lassen. Glaubst du, dass er an einem Gespräch mit dir interessiert ist? Unwichtig. Ich werde ihm keine Wahl lassen. Dazu müsstest du erst einmal nahe genug an ihn herankommen, ohne von seinen Soldaten und Kampfmaschinen getötet zu werden. Ich werde einen Weg finden. Du weißt, ich kann dir helfen, Jax. Unterstütze meine Sache und ich sorge dafür, dass du Kallax bekommst. Klingt fast so, als hätte ich keine Wahl. Du weißt, ich bin deine beste Option. Ich rate dir, sie zu ergreifen. Du kriegst meine Unterstützung, bis ich habe, was ich will. Also dann geh und kümmere dich um die Dinge, die uns noch fehlen, um die Machtverhältnisse in Magallan zu unseren Gunsten zu verschieben. Und ich werde in Erfahrung bringen, wie wir Elexitor Kallax aus der Reserve locken. Dazu werde ich meine Kämpfer in einige entlegene Winkel von Xakor schicken müssen. Dabei schauen wir auch gleich, wie es um den Eispalast und seine Verteidigungsanlagen steht.
Wir sehen uns wieder hier, wenn du alles erledigt hast. Okay. Abtrünnigen melden. Okay, also bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.